Zur nächsten. Herzlich willkommen wieder zurück zu Witcher 3. Hallo, Soltan. Ah, da bist du ja. Wie war's denn mit Ravi? Ich war noch nicht im Stör. Macht nichts. Ravi läuft schon nicht weg. Nehmen wir uns erstmal Cäsar Bilsen vor. Machen wir es so. Ich beschäftige ihn und du schleichst nach oben und durchsuchst sein Kuriositätenkabinett. Da findest du die Karte bestimmt. Was hat er denn alles in diesem Kabinett? Ha, wer weiß das schon. Du wirst's als Erster erfahren. Ich nehme an, dass es entweder mit Sodomie oder mit Metallurgie zu tun hat. Aber das kannst du mir ja hinterher sagen. Gehen wir. Chivai? Cäsar Bilsen, weißt du noch, wie wir gestritten haben, wer König des Ponta ist? Der Hecht ist König des Ponta. Siehst du, ich bin hier, um dir klarzumachen, dass es der Wels ist. Und ich komme nicht mit leeren Händen. Wer ist das? Der? Das ist Geralt. Und, angelt Geralt auch? Ja, neulich habe ich einen Regenwurm ausgeworfen und einen riesigen Barsch gefangen. Im Ponta? Klar doch. Dieses Gewäsch erträgt ja keiner nüchtern. Kommt rein. Was hilft's, dass Zander so gerne beißen, wenn sie schmecken wie Scheiße in Seifenwasser? Das liegt daran, dass du als Koch so viel taugst wie ein Ziegenarsch als Klarinette. Unlang erst habe ich mit frischem Thymian... Scheiße mit Thymian zubereitet. Ruhe. Ich hab also unlang mit Thymian... Geralt, sag doch auch mal was. Wie schmeckt dir Zander? Ich mag Zander. Weil du ein Hexer bist. Verglichen mit den Tränken, die du dir reinziehst, ist Scheiße ja eine Delikatesse. Ein Hexer? Hast gar nicht erwähnt, dass er ein Hexer ist. Bilsen, hast du gehört, dass Vibo Batilda neulich eine Erbse ausgeworfen und einen jungen Hecht gefangen hat? Der Schwanzlutscher lügt doch, wenn er den Mund aufmacht. Ponta-Hechte sind nicht so blöd, auf seine miesen Erbsen reinzufallen. Man braucht Lebendköder. Oder die größten Regenwürmer. Aber auf die sind sie weniger scharf. Ich hab mal einen ausgegraben. Der war so fett, da ist mir selbst das Wasser im Mund zusammengelaufen. Fast hätte ich ihn verschlungen. Bin nicht so sicher. Geralt, was nimmt ihr denn den Kaer Morhen? Bomben. Siehst du, Chivai? Aus dem wird noch ein guter Angler. So in 50, 60 Jahren. Warten wir es ab. Geralt, hol uns doch noch eine Flasche. Mach ich. Bei der hier sehe ich schon den Boden. Okay. Was angeln wir denn unseren Wels? Ich angle nicht. Ja, das Buch von Zintra. Zwergenschnaps. Auch alles sehr schön, aber mir fehlt ein was. So. Da habe ich ja schon was gesehen. Dreieckiges Loch in der Wand. Interessant. Da fehlt anscheinend was. Das Messer sieht aus, als wäre es mit der Tischplatte verbunden. Die Schublade ist offen. Was für ein Zufall. Illuminati. Dreieck und so. Unter einem Bücherregal. Klassiker. Da hat er aber recht. Ist wirklich ein Riesenklassiker.
Asir war Anahits Halskette. Ob die echt ist, Dolch des Valtier de Rideau. Tafelgeschirr, von dem Kaiser M hier bei der Krönungsfeier speiste. Aha. Statuette eines Mannes. Nicht geschnitzt, sondern magisch erzeugt. Schade, dass ich Triss nicht danach fragen kann. Wir räumen erst am besten alles leer. Da ist schon die Karte, aber ich möchte noch ein bisschen gucken. Henkerseil des Stefan Skellen. Joachim de Wetzschädel. Ziemlich düstere Kuriosität. Vollständige Rüstung der 7. Derlan-Brigade. Hervorragender Zustand. Porträt des Kaisers M hier. Tempera auf Holz. Ziemlich geschmeichelt, würde ich sagen. Jetzt weiß ich auch, warum der nicht will, dass man das hier sieht. Ah, hier ist Fringilla. Tafelgeschirr, von dem Kaiser M hier bei der Krönungsfeier speiste. Mhm. Alter Schwede. Was der alles so verborgen hat, das ist schon... Ein Treiber anheuern würde? Ey! Sultan? Wir sollten uns auf den Weg machen. Ja, das sollten wir wohl. Es ist spät geworden. Warte doch! Gehst du schon? Was ist mit der Flasche, die du holen wolltest? Grüß dich, Pilsen. Wir haben eine Nachricht vom Boss. Nachricht? Was für eine Nachricht? Meister Hacker ist sehr unzufrieden. Augenblick mal. Wenn es in den Büchern Ungereimtheiten gibt, ich kann alles erklären. Zu spät. Schnappt ihn. Und ihr beiden verschwindet. Nee, wir gehen nicht. Hacker zahlt bestimmt extra, wenn wir den Hexer töten. Na los, Jungs, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Die sind so blöd und greifen echt den Hexer an. Aus. Boah, Alter! So, und weg! Nette Klingen hast du da. Danke. Wie soll ich Hacker das bloß erklären? Schriftlich würde ich empfehlen. Stimmt. Ich muss packen. Viel Glück. Bis dann. Ach, du hast doch ein gutes Herz, Geralt. Übrigens, gute Arbeit bei dem Letzten. Das Blut ist fast bis an die Decke gespritzt. Ich habe mir oben Caesars Kabinett angesehen. Und? Kein Wunder, dass er damit nicht angegeben hat. Eine nilfgaardische Rüstung, ein Porträt von Emir. Joachim de Wetz Schädel, Vatier de Rideau's Dolch, Skellens Henkerseil. Ach du Scheiße, Igitt. Ekliger Kerl. Und dem habe ich die Hand geschüttelt. Aber hast du das Seil zufällig mitgebracht? Ich kenne ein paar, die dafür ein hübsches Sümmchen zahlen würden. Manche stehen auf solchen Kram. Nein. Ach, wenn du meinst. Ich habe auch eine Figur gefunden. Einen nilfgaardischen Soldaten. Auf ihr liegt irgendein Zauber, aber ich kann nicht sagen, was für einer. Triss dürfte das wissen. Gute Idee. Ich bringe sie ihr vorbei, wenn ich dazu komme. Die Nathalies Karte ist die einzige, die noch fehlt. Wird Zeit, Ravi aufzusuchen. Mach das. Ich gehe zum Käufer und mache einen Treffpunkt für die Transaktion mit ihm aus. Bis dann, Geralt. So. Dann eben ab. Moment mal. Habe ich dafür jetzt eine Quest bekommen mit Triss? Auge um Auge. Sammle sie alle. Schritt nach Alchemie. Rennen Krähenfels. Haus des Rücker.
Okay, gut. So, erstmal eine Schwalbe. Und dann... In der nächsten Folge werde ich dann definitiv dann die Quest beenden und nach Skellig reisen. So. Was wollen denn die? Ey! So, du wolltest es also haben, ne? Meine Fresse, die lernen aber auch nie dazu. Dass die auch nie dazu lernen, ey. Auf dem Rücken trägt man einen Köcher und keine Schwerter, Anfänger. Klar. Na, 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 na. Der ist wahrscheinlich oben, oder? Nee, unter mir ist der. Ey. So schlecht sah die doch echt gar nicht aus, Geralt, Mensch. Die Musik, ne? Ich muss sagen, die gefällt mir, der Soundtrack. Dieser verflohte Mutant. Gesell dich doch bitte zu uns. Ravi liebt Gesellschaft. Sieh nur, wie froh er ist, dich zu sehen. Bist du froh, Ravi? Er wäre sicher noch froher, wenn du ihm nicht diesen Dolch in den Rücken bohren würdest. Das sagst du nur, weil du die Lage nicht überblickst. Unser gemeinsamer Freund Ravi hier wollte gerade um sein Leben spielen. Ihr habt die Karte. Was wollt ihr denn noch? Hättest du einfach aufgegeben, statt zu versuchen, uns reinzulegen, wären wir längst weg. Leider sind alle deine Finger gebrochen. Da muss wohl der Hexer für dich spielen. Wie klingt das? Siehst du? Ravi ist dabei. Was sagst du? Wir erhöhen den Einsatz ein bisschen. Dann kriegt die Sache mehr Pep. Ravis Leben und die Nathalies Karte. Einverstanden? Ich kann absolut keinen Gewinn spielen, ne? Ich kann mit Ravi nichts anfangen. Dieser Hexer ist ein Langweiler. Ich reiß dir die Fresse, ich stinke im Mutant! Scheiße! Ja, viel Glück. Und weg. Ich hab diese stechenden Schmerzen im Rücken. So. Was? Oh, die würde mir echt gefallen, so im echten Leben, ne? So von der Frisur her, auch so von der Statur her. Haut und Haarfarbe passt, denke ich, ziemlich. Da oben ist ja auch... Ach, der stimmt ja. Hinterm Haus. Da war ja der eine Typ, der ja es wissen wollte, unbedingt sich mit dem Hexer anzulegen. Nie wirklich immer intelligent. Für ein Glas Wodka würde ich alles tun. Bist ja in den Piratenschuppen. Da gibt es auch mal rum. Boah, Junge. Du und dein Russengesöff. Hast du was gegen Russen? Nee. Doch, manchmal, aber gerade nicht jetzt. Novigrad Fischmarkt. Ich finde es halt geil, wie er echt alles einen Namen hat. Bis auf den Fluss hier. Noch einmal zu Soldaten. Und dann ist auch schon die Folge auch schon zu Ende, weil wegen Quest und so. Ich bin echt gespannt, wie sich dann noch alles entwickeln wird jetzt hier. Ne? Da bin ich schon sehr gespannt. Es stinkt nach
Verwesung. Menschliches Fleisch. Aha. Wirst du mal... Schwertwunde. Nicht tief, aber sie hat seine Arterie durchtrennt. Was hältst du da? Einen Schlüssel. Interessant. Wo tropft denn das weiter dann? Das Blut tropft... dahin. Hey. Hey, Kumpel, hat dich jemand eingeladen? Nein, ich bin einer Spur gefolgt, aus menschlichem Blut. Dann hast du unseren Freund Derek gefunden. Tja, du musst ein gutes Auge haben. Nach dem kleinen Zerwürfnis habe ich ihn den halben Tag gesucht. Aber es ist nur ein Spaziergang dabei rausgekommen. Und in Hundescheiße bin ich auch noch getreten. Mit meinen besten Schuhen. Schlangenleder. Sieh nur. Was quatschst du denn? Hacker war doch deutlich. Wenn jemand unseren Unterschlupf findet, Messer in die Rippen, ab in den Graben. Denk nach, Kroon. Benutz ein einziges Mal deine verdammte Birne. Wenn der Hexer die Leiche gefunden hat, hat er auch den Schlüssel gefunden. Ohne Schlüssel kriegen wir den Kasten nicht auf. Dann kriegt Hacker nicht, was er bestellt hat. Dann wird Hacker wütend. Willst du das? Ich glaube kaum. Also, Ohren auf, Kollege. Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder gibst du uns den Schlüssel, ich zahle für den Aufwand und alle sind glücklich. Oder du machst Ärger. Dann tun wir, was Grun will und stecken dir ein Messer zwischen die Rippen. Zwei Dinge machen nur die größten Trottel. Steine auf Hornissennester werfen und Hexern drohen. Neugieriger Hurensohn! Auf ihn! Na? Boah, Alter! Ich brauche dringend Igni. Nee, irgendwie bitte, danke. Ich glaube, da brauchen wir eine feurige Angelegenheit. Hier, Feuer. Wärmt den Winter. Ihr wollt jetzt wissen. Hammer Stahlschwert. Ist nur überhaupt nichts wert, leider. Ich will wissen, um was es hier geht. Da hinten. Kronen und Floren. So, hat sich doch gelohnt, es gab Geld und ein Schema, von daher gehen wir noch zu Soltan und reden nochmal mit ihm, aber vorher eine kleine Meditation. Und auch das kommt dann in der nächsten Folge dann dran, nachdem wir gespeichert haben. So, also dann bis zum nächsten Mal zu Witcher 3 und tschüss.